Willkommen zu einem neuen Projekt hier bei mir im Kanal. Hier ist Fabi von Mr. Veschi LP. Und ihr seht hier Risen 3 Titan Lords. Das ist ein RPG von Deep Silver und Piranha Bytes. Und mich hat dieses Spiel voll in seinen Bann gezogen. Denn ich habe es schon mal auf der PlayStation durchgespielt und habe dann festgestellt, okay, Aufnehmen von der PlayStation ist irgendwie bescheiden. Deswegen habe ich mir dann noch die Steam-Version hier vom Spiel besorgt, um es dann auch noch für euch aufnehmen zu können. Und ich zeige euch mal meine Grafikeinstellungen, die ich hier im Spiel habe. Das ist einmal hier im Video. Ich habe hier die 1080p und eine 50 Hertz Bildwiederholrate für meinen Bildschirm. Leider macht er keine 60 Hertz aus irgendwelchen Gründen. Aber okay, wir haben Full HD und hier seht ihr, dass ich alles auf dem grafischen Maximum habe. Also, Moment, Objektsichtweite, die geht noch hoch, die Shader, die gehen auch noch hoch. Das machen wir doch dann prompt mal, weil mein Rechner sollte das ohne Probleme hergeben. Und für euch ist es natürlich besser. Also gucken wir mal so. Ich habe schon mal kurz reingespielt, wie es sich hier am Rechner so spielt. Ich spiele das jetzt hier mit meinem Xbox 360 Controller, da ich RPGs einfach nicht unbedingt mit Tastatur und Maus spielen kann. Aber wir nehmen jetzt hier mal ein neues Spiel. Wer das auch schon gesehen hat, Batman, was ich hier gemacht habe, Batman Arkham City, das habe ich auch schon. Ich wusste, dass es schwierig werden würde. Wann war es denn einmal einfach? Wie oft hatte ich schon auf meinen unzähligen Kaperfahrten dem Tod ins Auge gesehen? Aber das, was mir da mit seiner hässlichen Fratze entgegenblickte, überstieg meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Dein Körper gehört mir. Männer, Attacke! Ja, wir sind jetzt hier im Tutorial gelandet zum Spiel. Hier sehen wir, wie ich mich bewegen kann. Und jetzt sind wir bei einer Pause-Funktion. Okay, kann ich noch kurz was sagen dazu? Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, wie gesagt, ich habe es auf der PlayStation schon mal durchgespielt. Leider war da die Grafik nicht so toll. Deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir nochmal die PC-Version dazu. Da ich das Spiel einfach gut fand. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Vorgänger zu Risen und ich habe auch Gothic nie gespielt. Und Risen 3 ist jetzt der erste Teil aus der Reihe, den ich spiele. Deswegen, ja, schauen wir einfach mal, was uns hier erwartet. Ich weiß es ja leider schon, da ich es schon einmal durch habe auf der PlayStation, wie gesagt. Und deswegen spiele ich es jetzt auch hier wieder mit Controller. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Tutorial sozusagen und wir schauen einfach mal, was uns hier erwartet. Also wir machen mal weiter. Okay, wir weichen aus. Jetzt müssen wir unsere Waffe ziehen. Ich kann rechte Maustaste halten zum Parieren, ja. Okay. Ich möchte gerne angreifen. Ja, ich möchte nochmal angreifen. Das Tutorial ist ein bisschen komisch bei dem Spiel. Okay, Patty braucht Hilfe. Okay, da explodiert was. Da explodiert noch was. Aber den kriegen wir. Das war kein Problem. Ups. Ja, das Intro ist ziemlich überladen. Erstmal mit Info. Ja, ja.
Der Kerl hat mich irgendwie. So. Erstmal eins auf die Schnauze geben. Warum kämpfe ich eigentlich schon wieder gegen zwei? Daneben ist nicht gut. Warum habe ich jetzt schon wieder drei an der Backe? Na komm. Hat er schon wieder daneben geschossen? Was kann der eigentlich? Jetzt gib ihm mal eine aufs Maul hier. Oh oh. Jetzt hat er mich. Also der macht böse Schaden, der Kerl hier. Aber ich hab ihn. Aha, und da ist der Geisterkapitän. Mal wieder eine Cutscene. Schon wieder dieser Albtraum? Es ist immer der gleiche. Der Geisterkapitän? Er verfolgt mich fast jede Nacht. Es ist nur ein Traum. Das wahre Leben wartet da draußen auf uns. Angelegt! Komm schon. Wir sind da. Vor der Krabbenküste? Wie lange habe ich denn geschlafen? Viel zu lange. Schwing dein Hintern aus der Kajüte. Hör zu, ich warte unten am Strand auf dich. Okay. Also wir waren jetzt in einem ganz schlechten Albtraum, wo wir jetzt hier das Tutorial mal durchgespielt haben, wie das Spiel zu bedienen ist. Das Schöne ist, die Tastenbelegung ist genau gleich zur PlayStation. Das ist schon mal praktisch für mich. Und ja, das war gerade unsere Schwester Patty, die uns sehr freundlich dazu aufgefordert hat, dass wir den Schatz an der Krabbenküste suchen sollen. Und ja, um diesen Schatz zu suchen, brauchen wir wohl erstmal unsere Ausrüstung. Unsere Ausrüstung ist in der Truhe. Dafür haben wir auch die Quest gekriegt. Wo sind unsere Quests? Hier Tutorial. Bereit für die Insel. Hole deine Sachen aus der Truhe. Jo. So, für die Truhe blinkt hier schon auf der Truhenschlüssel. Den werden wir nämlich brauchen. Sonst kriegt man die Truhe nicht auf. Den stecken wir mal ein. So, haben wir gleich 20 Ruhm erhalten. Und dann können wir unsere Truhe öffnen. So, da sind unsere ganzen Gegenstände drin. Damit können wir erstmal was anfangen. Das nehmen wir alles mit. Ach nee, wirklich, auf Back kann ich mein Inventar öffnen. Sag mal was Neues. So, also wir rüsten aus Stahlbarts Klinge. Die Joel-Pistole. Den schwarzen Dreispitz. Den guten Mantel. Und dann haben wir erstmal alles. Dafür kriegen wir schon wieder 100 Erfahrung. Und haben endlich mal was Ordentliches an. Sonst gibt es hier eigentlich nichts zu entdecken bei uns in der Kabine. Ich habe das schon mal alles durchgesucht, weil ich gedacht habe, na, irgendwo müsste doch noch mal was versteckt sein. Aber nee. Aber schaut euch das hier mal an, die Grafik. Ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus.
Gut, ich habe es jetzt auch auf den höchsten Grafikeinstellungen, die gehen. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, was uns so erwartet auf dieser Insel, Küste, was weiß ich. Okay, der sieht nicht gerade freundlich aus hier, der Geselle. So, wenn wir den größten Schatz, den die Südsee je gesehen hat, heben wollen, müssen wir den alten Tempel finden. Laut der Karte liegt der Tempel im Hinterland. Wir müssen dem Weg dorthin folgen. Komm schon, Brüderchen, bald sind wir reich. Okay, ich bin Kapitän. Ja. Die Rissenreihe. Was will man dazu noch sagen? Wir sind mal wieder ein Pirat, der in der Südsee ums Überleben kämpft. Und wir werden das natürlich probieren, möglichst gut zu schaffen. Hier sitzen schon mal so ein paar freundliche Zeitgenossen. Die werden uns wahrscheinlich gleich mal attackieren, möchte ich behaupten. Okay, ich soll meine Waffe ziehen. Das ist fies, zwei auf einen. Okay, wir haben sie. Da kriegen wir rohes Fleisch. Na toll, ich möchte nicht unbedingt das Fleisch einer Ratte essen. Aber gut. Hier haben wir noch rohen Fisch. Einen Goldsack. Nochmal rohen Fisch. Einen Krabbenstecher. Sonst haben wir hier nichts. Doch. Eine Schädelblüte. Die nehmen wir natürlich auch mit. Aber schaut euch das hier mal an. Die Grafik, die ist schon verglichen zum Vorgänger richtig gut geworden. Wir laufen jetzt hier einfach mal weiter. Okay, Cutscene. Wir sehen... Da ist der alte Tempel, ich wusste es. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg zu ihm finden. Wir sind jetzt hier in Kapitel 1, der Tempel. Dieses Spiel hat insgesamt 4 Kapitel, was ich euch wohl erzählen kann, weil ich es schon mal durch hatte. Aber ich möchte es nicht in derselben Weise durchspielen, wie ich es schon mal gemacht habe. Also wir werden früher oder später noch vor die Wahl gestellt werden, uns einer Fraktion anzuschließen. Diese Fraktionen, die werde ich euch jetzt hier im Laufe des LPs auch noch vorstellen. Und ja, ich werde nicht die gleiche nehmen, wie die ich schon mal gespielt habe, sodass auch für mich noch ein kleinerer Überraschungsmoment dabei ist. Und ich auch nicht alles vorbeten muss. Okay. Aber das Tutorial ist erstmal gleich. Wir stehen hier vor dem Tempel, der richtig geil aussieht, muss man echt sagen. Und hier warten schon mal ein paar Viecher. Aber leider gibt es da so einen kleinen Bug, weil... Sieh mal. Genau. Dort drüben scheint etwas zu sein. Sieht fast so aus, als läge dort ein toter Pirat. Wie ich mir schon dachte. Wir sind nicht die Einzigen, die den alten Tempel suchen. Du solltest besser mal nachsehen. Vielleicht hat er etwas Nützliches bei sich. Ich helfe dir! Ha! Wir haben jetzt eine neue Quest bekommen. Und wir müssen erstmal hier gegen diese Scavenger uns verteidigen. Ey, der hat mich aber ganz schön am Arsch, der Kerl. Ey, was ist mit dir kaputt? So, den hab ich. Patty hat ihren auch erledigt. Ich habe eine coole Steam-Errungenschaft mal wieder bekommen. Wie gesagt, ich habe es auf der PlayStation gespielt und noch nicht auf dem PC. Deswegen kriege ich jetzt auch hier noch die ganzen Errungenschaften. Ach, hier liegt er.
Hier steht auch noch eine Maki-Perle. Bäre. Immer dieses Problem hier mit dem Aussprechen bei mir in Franken. Das ist schon immer ein Problem, wenn man hier so manche Buchstaben aussprechen will. Ich würde mir aber gerne noch schnell was auf die Zuweisungstasten legen. Wir haben hier nämlich Proviant. Den hätte ich gerne hier oben. Sonst brauchen wir erstmal nichts. Gucken wir noch schnell hier hinten was nach. Denn hier müsste irgendwo ein Alligator rumliegen. Da ist er doch schon. Er hat mich. Ah, nein, 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 nein. Patty, kümmere dich mal um den. So, wir haben ihn. Da kriegt man die Zunge und 200 Ruhm fürs Erledigen von diesem Viech. Wir essen mal schnell was. Denn unser Leben hat schon ein bisschen gelitten. So. Dann holen wir uns hier den toten Pirat. Den können wir looten. Und da bekommen wir hier ein neues Questziel. Eine Pistole. Ja. Und ein bisschen Ruhm. Jetzt steckt er. Ja, das ist halt hier das Tutorial zum Spiel. Da können wir uns jetzt hier das Questziel markieren auf der Karte. Und dann sehen wir, dieser Pirat hat hier seinen Schatz versteckt. Den werden wir doch dann gleich mal heben gehen, würde ich sagen. Schatzkarte dabei. Schau doch mal auf der Karte nach, wo er seinen Kram verbuddelt hat. Der liegt noch nicht lange da. Ich möchte wetten, sein Schatz ist hier irgendwo im Dschungel. Danke, Patty, dass du mir schön dazwischen gequatscht hast. Das wird ja auch noch ein Problem werden im Spiel, dass uns unsere NPCs immer mal wieder dazwischen quatschen werden. Das hat mich schon aufgeregt, als ich hier allein gespielt habe. Weil inzwischen habe ich es mir angewöhnt, auch wenn ich allein spiele, ohne aufzunehmen, quatsche ich einfach beim Spielen. Und mir ist dann immer aufgefallen, okay, meine NPCs quatschen mir immer dazwischen. Es ist irgendwie so eine dumme Angewohnheit eines Let's Players, ne? Wenn man beim Spielen immer reden muss. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt hier mal auf den Weg. Hier liegt noch eine Muschel, die nehmen wir natürlich mit. Wir laufen jetzt mal hier hoch. Aha, jetzt wieder dieser Geisterkapitän. Was war das? Mir war so, als wenn dort gerade noch... Ja, der Geisterkapitän war, genau. Aber was das zu bedeuten hat, habe ich bis jetzt noch nicht so ganz begriffen. Was ist jetzt kaputt? Okay. Sei vorsichtig. Dieser Fleischfresser sieht gefährlich aus. Also gut, wir sollen dieses Vieh erledigen. Und das ist einer der übleren Zeitgenossen. Also schauen wir mal, wie wir uns jetzt da schlagen. Pass auf. Okay, er hat mich. Aber Patty hilft mir zum Glück. Okay, wir haben ihn. Einmal looten. Was haben wir hier? Schon wieder einen toten Pirat. Mal gucken, was der so an Loot dabei hat. Boah, das ist ja eklig. Das Biest hat ihn schon angeknabbert. Du musst doch immer alles anfassen, Brüderchen. Natürlich muss ich alles anfassen. Das ist ein RPG. Hast du den Sinn nicht verstanden?
immer alles aufsammeln, was sich einem irgendwo bietet. Auf jeden Fall haben wir eine neue Quest. Ne, wir haben keine neue Quest, oder? Ja, der alte Tempel ist einmal unsere Quest. Und der Schatz eines toten Piraten. Ja. Wir gucken mal hier. Ein kleiner Tempel. Was wohl passiert, wenn man an den Hebel da drüben zieht? Oh, Patty. Was wird wohl passieren, wenn wir an diesem Hebel ziehen? Ich stelle die tollkühne Behauptung auf, dass die Tür aufgehen wird. Aha. Diese Ruinen bergen viele Geheimnisse. Ach, was du nicht sagst. Also manchmal finde ich es echt sowas von plump, was die NPCs einem erzählen. Ein sehr altes Buch. Der Donner grollte durch das Tal und die Erde bebte, als ich mich dem großen Tor des alten Tempels näherte. Allein meine Feuerfaust gab mir ein wenig Sicherheit gegen die wilden Tiere des Dschungels. Wenn das ein Magier geschrieben hat, ist er bestimmt schon lange nicht mehr hier. Ja, also wie gesagt, manchmal sind die Ansagen von den NPCs ein bisschen nervend, aber wenigstens ist die Synchro gut, dass man sagen kann, okay, es hört sich wenigstens gut an, was die erzählen, aber es nervt ein bisschen. Jetzt haben wir hier einmal den Zauberspruch Kristallfackel und einmal... Ja, beziehungsweise wir kriegen 3 Gold. Nehmen wir natürlich mit. Wäre ja blöd, wenn nicht. Und ja, jetzt gehen wir mal weiter hier. Wir möchten natürlich den Schatz heben. Da haben wir links unten unsere Minimap. Wo wir sehen, wo wir hin müssen. Aber die Grafik, also da kann man sich echt nicht drüber beschweren. Das ist echt gelungen für ein Wissenthal. Eine Schaufel. Hier hat jemand etwas vergraben. Aber wo genau? Genau diese Sprüche, ne? Wo genau hat hier jemand was vergraben? Oh, hier ist ein großes rotes X auf dem Boden. Wo hat der wohl seinen Schatz vergraben? Also, das finde ich echt ein bisschen lächerlich. Ich weiß nicht, ob wirklich die, die Leute inzwischen so niveaulos sind, dass man denen das erzählen muss. Denn ich finde es ganz ehrlich lächerlich. Es ist doch offensichtlich, wo ich den Schatz suchen muss. Ich habe hier, glaube ich, alles eingesammelt und dann heben wir mal den Schatz. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne, Leute. Also, kleinen Funkenniveau kann man wenigstens noch voraussetzen. Gut gemacht. Jetzt sieh nach, was drin ist. Okay, wir haben den Schatz gehoben. Dann können wir jetzt in die Kiste reingucken. Und wir kriegen 1080 Gold. Naja gut, nehmen wir mit. Großartig. Aber das war noch lange nicht alles, was es hier zu holen gibt. Du glaubst wirklich, dass dort oben im alten Tempel ein großer Schatz verborgen liegt, oder? Wart's nur ab. Bald werden wir im Gold schwimmen. Ich finde diese Grafik hier, ne? Im Hintergrund liegt unser Schiff vor Anker und... Also an der PlayStation war das schon um einiges schlechter. Da habe ich auch fast die Lust am Spiel verloren, weil die Grafik einfach so grottenschlecht war. Aber damit muss man sich halt abfinden, wenn man Konsole spielt. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, dass es ein Fehler war, sich die Konsolenversion zu kaufen. Denn ich hätte gleich die PC-Version nehmen sollen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir weiter müssen. Ich denke, hier kam man her. Genau, hier kam man her. Hier müssen wir weiter. Nee, Quatsch. Hier müssen wir weiter.
Und das ist, wie gesagt, das erste Kapitel hier der Geschichte. Wir bräuchten eine Brücke oder so etwas. Sieh dich hier mal um. Hier müsste es irgendwas geben, was uns weiterhilft. Ja, neue Quest, finde einen Weg über den Graben. Und das ist das, was ich gerade meinte. Und der Stamm des morschen Baumes geben eine prima Brücke ab. Ja, die NPCs quatschen einen einfach am laufenden Band dazwischen. Das ist... ja, was will man auch noch sagen dazu, ne? Allen Furzlangen haben die irgendwas zu melden, die Kerle hier. Ja, wie kommen wir wohl über den Fluss? Wir gucken uns erstmal hier noch ein bisschen um. Weil wir sind immer noch in dem RPG. Und... da empfiehlt es sich immer in alle Ecken irgendwo reinzugucken. Und wer jetzt von mir hier einen Rush durch das Spiel erwartet, das könnt ihr vergessen. Denn wenn ich ein RPG spiele, dann gucke ich mir jede Ecke wirklich genau an und nehme alles mit, was es irgendwo zu holen gibt. Also, wenn euch das nicht passt, dann sucht euch einen anderen Kanal zum Angucken von diesem Spiel, aber bei mir wird jede Ecke angeguckt. So, mal gucken, ob wir hier hinten noch was finden. Nö, hier unten ist nichts mehr, okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Möglichkeit, diesen Baum mit unseren Superman-Kräften umzuwerfen. Das werdet ihr gleich sehen. Blub, da liegt er schon. Also dieser Kerl muss schon Kraft haben. Auf jeden Fall kommen wir jetzt hier über die Brücke, beziehungsweise über die Schlucht. Patty wartet schon. Na gut, dann gehen wir halt rüber. Was wartet hier auf uns? Gut gemacht. Vogel. Lass uns weitergehen, Brüderchen. Ja, Patty, wir werden gleich weitergehen. Teller sind genau mein Ding. Halt, hier liegt was. Ein Schädel. Ein Messer. Okay. Also wie gesagt, in so einem Spiel sollte man immer alles einstecken, was man irgendwo findet. Es schadet einem auf keinen Fall. Im Zweifelsfall kann man es immer noch irgendwo verkaufen. Und ich finde halt, die Grafik ist richtig gut gelungen. Da hinten steht schon wieder der Geisterkapitän. Verdammt, da war er doch schon wieder, oder? Er sieht fast aus wie... Hoppala, da fällt schon der Tempel auseinander hier. Oder was das auch immer ist. Alte Ruinen. Hier hat vor langer Zeit jemand gelebt. Ach nee. Ich glaube nicht, dass das dieser Gorilla da oben gebaut hat. Den wir jetzt auch gleich bekämpfen müssen. Mal gucken, wie wir uns gegen den schlagen. Ja, das war doch mal ein einwandfreier Kampf hier. Aber den können wir nicht looten, den Kerl. Wie gesagt, in solchen Spielen muss man immer in jede Ecke gucken. Und man kann überall was finden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo kommt der denn her? Ein Ghoul. Na komm, mach ihn kalt. Gut. Da kommt plötzlich ein Ghoul aus der Wand. Also, was soll der Scheiß? Einmal kurz was essen, um unser Leben wieder aufzufüllen. Ah, legt einen Silberteller, einen Krug,
Fisch. Proviant ist immer gut. Können wir gebrauchen. Aber gut, Leute. Wir haben die erste Folge mal etwas länger gemacht. Beziehungsweise ich habe die etwas länger gemacht. Ihr habt sie euch hoffentlich ganz angeguckt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn wir hier wieder Risen 3 Titan Lords weiterspielen. Wir sind leider immer noch im Tutorial. Aber ich denke, in der nächsten Folge kriegen wir das fertig. Und dann geht's endlich ins richtige Spiel rein. Also, ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt. Ihr schaut es euch etwas an. Und ich freue mich über jeden Kommentar und jeden Like, der hier reinkommt. Also, ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Fabi.